Moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch drei Methoden, wie ihr permanente unsichtbare Arme in GTA Online bekommen könnt. Diese drei Methoden natürlich alle im einen Video für euch. Dazu begebt ihr euch erstmal zu einem Bekleidungsgeschäft auf der Map. Geht einmal zu den Oberteilen und geht dann runter zu den Tanktops. Wenn ihr hier angekommen seid, könnt ihr euch irgendein geiles Tanktop aussuchen. Ich habe mich für das klassisch schwarze entschieden, aber ihr könnt auch alle, die hier sind, auswählen. Wenn ihr euch denn irgendeins angezogen habt, geht ihr einmal runter zu den Einsatzwesten und zieht euch denn hier die vorletzte Weste an. Das ist die graue, schwere Einsatzweste. Wenn ihr euch die dann angezogen habt, geht ihr einmal hoch zu den Blazer für Überzieher und wählt denn hier einmal kein Oberteil aus. Und ihr seht schon, die Arme werden permanent unsichtbar und jetzt könnt ihr das Outfit vorne einmal abspeichern gehen. Sieht auf jeden Fall geil aus mit den unsichtbaren Armen. Dann gehen wir einmal runter für die zweite Methode zu den Diamond Casino Raubüberfall. Gehen dann runter zu den Müllentsorgern und holen uns dann hier das Entsorger-Outfit. Wenn wir das dann gemacht haben, gehen wir einmal wieder zu den Oberteilen. Gehen wieder für Blazer für Überzieher. Hier angekommen, klicken wir einmal wieder drauf und wählen kein Oberteil aus. Jetzt seht ihr schon, die Arme werden unsichtbar. Jetzt könnt ihr auch noch zu den Hosen gehen und euch irgendeine beliebige Jeans anziehen und könnt das Outfit sozusagen noch customizen. Ihr könnt noch die Schuhe ändern und sogar den Hut ändern. Dann könnt ihr euch das Outfit, wie gesagt, wieder abspeichern gehen. Und das ist die zweite Methode, wie ihr unsichtbare Arme bekommt. Und jetzt zeige ich euch noch die dritte und die letzte. Dazu gehen wir einmal zu den Westen. Holen uns dann hier die schwarze Weste, gehen einmal runter zu den Hemden für Westen und holen uns dann hier einfach das schwarze Hemdärmelhalter. Wenn wir das dann angezogen haben, gehen wir einmal nach vorne und speichern das Outfit so ab. Wenn wir das dann abgespeichert haben, so gehen wir einmal runter zu den Raubüberfall Overalls und ziehen uns dann einen hier von den letzten vier an, da wo schon die Gasmaske drauf ist. Wenn ihr hier seht, die Gasmaske ist schon drauf, ist es gut. Dann begebt ihr euch einmal zu dem Pier an der Map. Ist genau hier. Und da suchen wir gleich ein Teleskop und machen den Teleskop-Glitch. Ich kann euch schon mal sagen, dafür braucht ihr Bargeld, weil wenn ihr verkackt, könnte das 1 Dollar kosten, wenn ihr es nicht direkt First Try schafft, was aber nicht schlimm ist. So, wenn ihr denn beim Pier angekommen seid, sucht ihr euch hier das Teleskop, rennt einfach vorbei und spammt Pfeiltaste rechts auf eurem Controller. Dann solltet ihr stehen bleiben. Einfach so stehen bleiben, ohne Maske. Holt euer Interaktionsmenü raus, geht auf Stil und zieht jetzt das gespeicherte Outfit an. Lauft einfach weg und ihr seht, die Gasmaske glitscht sich denn da drauf. Wenn das dann soweit sein sollte, geht ihr einmal zum Maskenladen an der Map. Ich zeige euch auch nochmal, wo der ist. Genau hier. Wenn ihr denn hier beim Maskenladen am Strand angekommen seid, speichert ihr das Outfit hier noch einmal ab. Wenn ihr das dann einfach noch einmal abgespeichert habt, geht ihr einmal raus aus dem Menü, drückt einmal die Option, geht auf Online, auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, geht dann runter zu den Missionen und startet einen Job für einen Titan. Im Job angekommen, könnt ihr die Einstellung einfach bestätigen und Spielen drücken. Und wenn ihr wie ich jetzt im Job gespawnt seid, solltet ihr sehen, die Arme werden permanent unsichtbar. Jetzt begebt ihr euch einfach zu dem nächstgelegenen Waffenladen auf der Map. Und das war sogar schon die dritte und letzte Methode in diesem Video, wie man permanente unsichtbare Arme bekommen kann. Die drei Methoden sind extrem einfach und gehen super schnell und sehen am Ende trotzdem richtig nice aus, finde ich. Jetzt geht ihr einfach hier rein und geht zu den Oberteilen oder zu den Outfits und speichert da das Outfit einfach nochmal ab. Jetzt holt ihr einfach euer Handy raus,
geht einmal auf Jobliste, drückt Viereck und verlasst damit den Job. Und während wir in dem Ladebildschirm sind, das war schon mal die dritte und letzte Methode in diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne ein nettes Kommentar, lasst ein Like da und schaut auch gerne auf meinem Kanal vorbei. Ich habe viele Videos hochgeladen, die vielleicht den meisten Leuten helfen könnten. Weitere Glitches, Outfit-Glitches, habe ein paar meiner Autos gezeigt. Schaut da gerne vorbei. Haut da rein. Ciao.